Grau ist es draußen, regnerisch. Die Bäume gewinnen an Farbe. Rot, gelb, grün, braun leuchtet es überall. Es ist schön draußen, doch drinnen ist es noch gemütlicher. Es ist Zeit zum Lesen, Musik hören, Film schauen, miteinander reden oder auch im Internet surfen. Oder auch zum Telefonieren. Herzlich willkommen hier am Telefon zur Andacht der Kirchgemeinden Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz. Es ist Zeit zum Nachdenken über sich selbst, über das eigene Verhältnis zu anderen, über das Leben, das Miteinander in unserer Stadt. Bei mir geschieht es oft, wenn ich durch die Straßen laufe, in die Häuser und Gärten schaue, so wie heute, als ich an der Schule auf meinen Sohn gewartet habe. Dann frage ich mich, du da im Zimmer, wie geht es dir? Hey, ihr da in der Straßenbahn, was denkt ihr gerade? Wohin seid ihr unterwegs? Hin und wieder tauchen Fragen auch beim Zeitungslesen auf oder beim Blick auf eine Straße oder einen Platz in unserem Viertel. Was müsste an diesem Ort geschehen, damit sich hier so viele wie möglich wohlfühlen, unsere Stadt als ein Zuhause empfinden? Suche der Stadt Bestes, fordert uns Jeremia auf. Damit hat er nicht nur das äußerliche Auskommen im Blick, das materielle Wohlergehen, das Vorhandensein aller Grundeinrichtungen, vom Rathaus bis zum Kindergarten, von der Schwimmhalle bis zum Kino, von der Fabrik bis zur Supermarkt. Sondern der Prophet Jeremia spricht damit auch und zugleich ganz besonders die Fürsorge um Leib und Seele an. Die Sorge um das Außen und das Innen. Eine gute Verhältnisbestimmung von Welt und Gott im eigenen Leben. Wenn Gott fehlt, dann fehlt das Entscheidende. In der Sprache des Jeremia bedeutet das Beste nichts weniger als Shalom. Dieser Shalom übersteigt unseren Begriff vom Frieden schlechthin. Er umfasst die Ausgewogenheit aller Lebensumstände, Gesundheit und Glück, das ungestörte Zusammenleben ebenso wie eine tiefe Ruhe in der Seele. Diesen Shalom verspricht uns Gott gleich, wo wir sind und wo wir leben. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten erfahren dürfen, in einem geteilten Land ebenso wie in einem geeinten. Dabei geht Gott ganz behutsam seine Wege, sucht sich jene, mit denen er Gesellschaft und Gemeinschaft gestaltet, durch die er Hoffnung und Güte sät, ihnen, den Menschen, ihren einmaligen Wert zuspricht, durch welche er heilsame Begegnungen wirkt, so wie er es in Jesus getan hat. Im Dunstkreis Gottes, im Lichte Gottes werden wir fähig, durch unser Denken und Tun das Beste für unsere Stadt zu tun und für alle, die in ihr leben. Häuser bauen, Gärten pflanzen, Familien gründen, Ärmere versorgen, Einsame besuchen oder einladen, miteinander Sport treiben, musizieren, das alles gehört mit dazu. Das Leben miteinander und mit Gott teilen. Dafür habe ich im Putjatin-Haus viele Angebote gefunden, aber auch in unseren Kirchgemeinden finden sich solche reichlich. Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe sind bessere Leitmotive als Ängstlichkeit und Bewahrung des eigenen. Es irrt, wer meint, dass es der Stadt wohl ergeht, wenn jede für sich selbst sorgt und es ihr gut geht. Nein, wenn es der Stadt wohl ergeht, dann wird es auch den Bewohnern derselben gut gehen. Und unserer Stadt wird es nur gut gehen, wenn wir Gott mit seinen Möglichkeiten mitmischen lassen und versuchen, alle im Blick zu behalten. Dafür lohnt es sich auch, im Herbst rauszugehen, selbst wenn es Katzen und Hunde regnet. Lasst uns miteinander nach dem Besten suchen, nach dem Besten für unsere Kirche, für unser Land und unsere Städte und damit auch für uns. Shalom.